Hallo und herzlich willkommen bei Blankwit Movies. Ja, ich höre mich nicht mehr so krank an, ich bin aber trotzdem noch krank, aber es bessert sich. Von daher habe ich mir überlegt, noch ein Video zu machen. Ich habe nämlich eine Überraschung für euch. Und zwar, ich fahre doch nicht in den Urlaub. Nee, Spaß. Natürlich fahre ich heute in Urlaub. Heute Nacht. Also, das bleibt alles wie gewohnt. Die Überraschung ist, ich mache noch ein kleines Tutorial. Ja, Tutorial kann man es nicht nennen, aber es hilft euch noch ein bisschen im Blender zu arbeiten, eventuell, wenn ihr so die Arbeitsschritte seht. Oder, ja, es zeigt euch nochmal ein cooles Feature-Effekt von Blender. Und vorerst muss ich mal meinen Blender anpassen, genau. Und nicht erschrecken, bei mir sieht das hier jetzt anders aus im Start. Ich werde das jetzt einfach mal zurücksetzen. Und ich zeige euch heute nicht wie gewohnt am Anfang, wie das Endergebnis aussieht. Das werden wir uns heute hier zusammen erstellen. So, dann stelle ich mal meinen Blender zurück. Kann ich doch nicht machen, wie ich es mir vorgestellt hatte. Zumindest finde ich es jetzt nicht und so viel Zeit bleibt uns auch nicht. Also auf jeden Fall bei euch dürfte jetzt hier natürlich nur ein Cube sein und keine Plane, so wie bei mir. Ich habe hier so eine Art Studio-Hintergrund mir erstellt und das als Standard gespeichert. Dürftet eine Lampe und eine Kamera haben. Wenn ihr jetzt nicht wisst, wie ihr die Kamera ausrichtet, guckt ein älteres Blender-Tutorial an. Oder ich erkläre es nochmal kurz. Einfach hier Kamera könnt ihr natürlich frei bewegen. Bei mir ist die jetzt an ein Nullobjekt gekoppelt, deswegen dreht sie sich automatisch mit. Also ihr könnt sie in der Höhe und so bewegen und in der Rotation auch auf euer Objekt ausrichten. Mit der Taste 0 auf den Nummernblock seht ihr, wie die Kamera ausgerichtet ist. Und ja, ich empfehle hier oben eine Rotation von 80, sodass sie so ein kleines Stückchen nach unten schaut. Aber egal, ich denke mal, das kriegt ihr hin, wenn ihr auch die vorherigen Tutorials gesehen habt, kriegt ihr das bestimmt so eingerichtet. So, dann erstellen wir uns einfach mal unsere Sachen. Am Anfang werden wir uns hier mal mit den Settings kurz befassen. Ich gehe in den Rendereinstellungen hier auf die Kamera, stelle mir jetzt erstmal meine Auflösung auf 720p. Das könnte man natürlich auch hier separat eingeben bei der Resolution. Und ja, wenn ihr ein Wallpaper daraus macht oder sonstiges, stellt ihr euch die Auflösung nach Belieben ein. So, dann scrollt ihr ein wenig nach unten und dann wählt ihr als Ausgabeformat, was ihr haben möchtet. Ich nehme jetzt mal TIFF. Und da ich hier einen Hintergrund habe, also könnt ihr auch eine Plane erstellen, brauche ich den Alpha-Kanal nicht. Wenn ihr nur dieses erstellte Objekt haben möchtet ohne Hintergrund, stellt ihr euch den Alpha-Kanal ein, dann dürft ihr aber auch keinen Hintergrund reinsetzen. Das hier zu erstellen ist ganz einfach. Ihr könnt euch einfach ein Mesh, eine Plane machen und diese mit S skalieren und dann habt ihr eine Plane, wo ihr drauf schaut. So. Okay, dann habe ich erstmal alles soweit von Rendereinstellungen erklärt. Dann gehen wir hier in den World Button und stellen einmal das Ambient Occlusion ein. Faktor könnt ihr auf 1 lassen. Und einmal geht ihr auf Gather und stellt auf Raytrace und eventuell 8 Samples, das ist eine gute Rate. 3 dürften standardmäßig drin sein. Ihr könnt natürlich dann auch auf euren Lichtpunkt gehen, also eure Lampe. Könnt auch dort, hier in diesem Lampenfenster, das erscheint, wenn man draufklickt, noch nach Belieben Samples hochstellen. Hier unten findet ihr das. Aber das müsst ihr dann nach euren Einstellungen selbst erstellen. So, die Zeit ist knapp, wir legen einfach mal los. Ich erstelle mir hier oben einen Text, ich drücke auf Add Text und gehe hier auf das Object-Fenster und rotiere mir den erstmal 90 in der X und 90 in der Z-Achse, damit er passend zu meiner Kamera, die ja jetzt so blickt, ausgerichtet ist. Man kann natürlich auch die Kamera nach dem Text richten. So, jetzt mit der Taste 0 auf dem Numblock gucke ich, ob der Text sich in einem guten Kontext zu meiner Kamera befindet. Ich tue mir den noch ein bisschen nach vorne. So. Und editiere den erstmal mit der Tab-Taste. Wir nennen jetzt das Ganze einfach mal Fluid. Ich nehme heute mal nicht Blank with Movies. Welche Überraschung. Und dann bearbeite ich mir den Text noch ein wenig.
Nochmal zur Steuerung, wenn ihr die Mausradtaste, also die mittlere Maustaste, gedrückt haltet, könnt ihr das Ganze drehen. Wenn ihr vorher Shift drückt und haltet, könnt ihr das Ganze verschieben. So wisst ihr, wie ich mich denn hier orientiere. So, ich werde beim Text hier auf das Object Data gehen. Mit der mittleren Maustaste könnt ihr auch das hier verschieben, wenn ihr gedrückt haltet. Und stelle in der Object Data einmal das Extrude auf etwas breiter. Ich möchte, dass der Text ein bisschen dicker ist. Dem gebe ich noch eine kleine Tiefe und stelle die Resolution hoch. Ich habe jetzt hier mal 12 genommen und so finde ich das okay. Jetzt switche ich mal kurz in die Kameraansicht mit der Taste 0. Gefällt mir. Wieder zurück und nehme mir hier meinen Font. Dazu klicke ich auf den Ordner, gehe in Windows, Fonts und nehme mir Arial BD. Dazu muss ich es natürlich jetzt erstmal finden hier. Dann gefällt mir die Schriftart auch besser. So, der Text ist dann soweit ja, fertig. Jetzt möchte ich mir eine Box erstellen, um die dieses Fluid, also diese Flüssigkeit, kommen sollen. Ihr müsst nicht unbedingt einen Cube nehmen, wenn ihr das in einem runden Feld haben möchtet oder einem dreieckigen. Das könnt ihr alles machen, wie ihr wollt. Die Größe könnt ihr einstellen, wie ihr wollt. Auf jeden Fall, das, was wir jetzt erstellen, ist der Kasten, in dem die Flüssigkeit quasi eingefüllt wird. Die befindet sich dann in diesem Kasten. Und für meinen Fall nehme ich jetzt auch einen Cube und skaliere mir den noch ein bisschen. Also ich setze mir den mal hier so rein und ich möchte, dass er ein bisschen größer ist. Mit der Taste S könnt ihr ja, skalieren. Und jetzt ist der Cube so weit, wie ich mir wünsche von der Größe. Ich kann mir den jetzt hier noch ein bisschen vorschieben, dass der Text so in etwa in der Mitte ist. Und wenn ich jetzt die Taste 1 drücke und die Taste 5, dann habe ich eine 2D-Ansicht von der Seite und kann mir hier meinen Cube nach oben ziehen und auf dieser roten Linie ausrichten. So, jetzt gucke ich mal, wie der Text ist. Ich drücke jetzt nochmal Z. Damit habt ihr einen Wireframe oder Wireframe-Modus. Dann werden nur die Außenkanten gezeigt und ihr habt eine bessere Übersicht. So, mein Text setze ich mir hier gerade so ein bisschen über den Kubus. Den Kubus, also den Cube, kann ich noch ein Stück runtersetzen. Den Text auch. Und dann gucke ich mit der Kamera 3, ob er auch mittig ist. Und das gefällt mir. Jetzt kann ich wieder Z drücken, damit der normale Modus ist. Und 0, um meine Kameraperspektive zu haben. So, das ist der Cube. Da wird also quasi dann das Wasser aufgefüllt. Und jetzt brauche ich noch einen, ja, einen Ausgangspunkt, der dann zu dem Fluid wird. Dazu nehme ich mir jetzt einfach mal eine Sphäre und schalte auch nochmal Wireframe ein. Und die Größe der Sphäre spielt auch eine Rolle, wie viel Flüssigkeit ja, runterfallen soll. Wenn ihr die Sphäre jetzt so groß macht, kommt auch so eine Menge an Flüssigkeit runter. Das Wichtig ist auch, dass die Sphäre sich in dem Kubus befindet, also im Inneren. Das könnt ihr mit den Tasten 1 in der Seitenansicht nochmal überprüfen. Das könnt ihr auch nochmal ein bisschen nachskalieren und euch die Flüssigkeitsmenge einstellen. Ihr könnt den Cube auch in der Breite, in der Höhe, in der Tiefe umstellen. Ich stelle mir jetzt ein bisschen höher. Dann kann ich nämlich meine Sphäre auch ein bisschen höher setzen, damit ja, es ein bisschen von weiter oben runter platscht und quasi die Spritzer höher sind. Das versteht ihr aber auch erst, wenn wir das Ganze jetzt gleich umwandeln. Das machen wir auch jetzt. Ich drücke wieder die Taste Z, um den normalen Modus zu haben, und die Taste 0, um meine Kameraperspektive zu haben. So, nun werde ich der Box sagen, dass sie ein Fluid ist. Dazu schiebe ich mir das Ganze hier rüber, gehe in den Physics-Button
wähle mir meine Box aus. Mit der rechten Maustaste kann ich die anklicken oder hier im Feld einfach mit der linken anklicken und gehe unter Fluid, mache Add, wähle hier Domain aus. Das ist wichtig, also das soll der Kasten sein, in dem die Flüssigkeit einfließt. Und die Resolution stelle ich auf, ja, nehmen wir mal 110, also die Auflösung. Und dann klicke ich mir meine Sphäre an, also den Kreis, und gehe bei Fluid auf Add und nehme Fluid. Hier könnt ihr dann ja unter dem Cube, also dem Kasten, noch einstellen in der Domain World, ob es Wasser, Öl oder Honig sein soll oder einen eigenen Wert könnt ihr euch einstellen. Ja, wenn ihr das gemacht habt, müsst ihr das Ganze erstmal jetzt baken, also er simuliert die Flüssigkeit, wie sie runterfällt, und das dauert ein Weilchen, und von daher setze ich hier einfach mal einen Schnitt an, während ich bake. Und ja, ich habe jetzt einfach mal draufgeklickt. Hier oben erscheint, wenn er anfängt zu baken, so eine Statusleiste, wo ihr seht, wie viel er schon gebaked hat und wie lange es noch dauert. Also, hier seht ihr es, So, die backe, backe Simulation läuft Kuchen, ab, das das dauert ein Baken ist bisschen jetzt und ihr seht fertig, das. und hier könnt ihr schon die Animation sehen. Wenn ihr hier unten in der Timeline diese grüne Leiste bewegt, seht ihr, wie der Pixelbrei runter tropft. So sah es auch ungefähr aus in den letzten Tagen. Das, was aus meiner Nase kam. Und das knallt hier doch schon recht mächtig rein. Ja, ihr könnt euch hier dann einen Wert aussuchen, welchen ihr haben möchtet. In welcher Verfassung. Ich nehme das jetzt mal so. Sieht ziemlich flashig aus. So. Und das Ganze ist ja natürlich pixelig. Das kriegt ihr auch noch weg. Einmal auf Smooth hier klicken. Unter Shading. Und auch einmal einen Modifier. Add Modifier. Und na, auf Subdivision Surface. Dann ist das Ganze runter. Hier könnt ihr auch die Views nochmal auf 2 stellen. Und ich muss mich sputen. Ich habe noch 2 Minuten. Das hat sich gereimt. Ja, diese Sphäre, die jetzt hier drin ist, die wollen wir natürlich auch nicht mehr haben. Die können wir anklicken und einfach aus dem Bild ziehen, nachdem wir gebaked haben. Ja, und hier wird jetzt natürlich der Boden sichtbar sein. Ihr müsst das so einstellen, wie ihr wollt, mit Flüssigkeitsmenge und sonstiges, dass das euren Wünschen entspricht. Und wir werden uns jetzt einfach nochmal Material anlegen für unsere Flüssigkeit. Dazu klicke ich die an. Neues Material. Und ich nehme jetzt einfach mal hier ein sattes Grün. So. 100% Intensität. Die Spekula. Also das Leuchten soll auch auf 100 sein, auch volle Intensität. Stelle ich auf Word ISO. Und die ganzen Werte findet ihr in der Beschreibung. Ich schreibe da alles rein, also keine Sorge, ich mache das jetzt mal ein bisschen schneller. So, einen kleinen Mirror, sehr dezent. Und eine kleine Transparenz, auch sehr dezent. Ja, und dann rendere ich das Ganze und wir sehen uns das Ergebnis an. Ich gebe hier meine Schrift nochmal ein Material. Dazu klicke ich Text einfach an hier. Nimm das gleiche Material wie eben und stelle einfach nochmal die Farbe, keine Ahnung, auf Gelb. Vorher müsste man natürlich nochmal hier auf das Plus drücken. So, ich nehme jetzt mal ein Gelb mit Grün und ich renne das jetzt und ich sag schon mal Tschüss, das Ergebnis seht ihr gleich und ja, macht's gut, ich wünsche euch eine schöne Zeit, Werte gibt's in der Beschreibung und ja, da steht auch der Blendermeister, der mir das Ganze hier mal beigebracht hat, macht's gut, ciao. Soll ich jetzt den Knaller zünden? Zünd den Knaller! Irre!